Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Ich muss mich ein bisschen schonen, ihr hört es ja an meiner Stimme, die ist nicht, ja, die ist jetzt nicht mehr so gut. Ich bin irgendwie ein bisschen erkältet, aber weiß ich nicht. Deswegen werde ich in der Folge jetzt nicht so viel reden. Ich habe auf jeden Fall offscreen schon ein klein wenig weiter gespielt. Hab die ein oder anderen Sachen gebaut und ja, wir schauen jetzt mal zusammen hierhin, was ich hier alles so getan hat. Ich glaube, was viel Neues habe ich glaube ich nicht dazu gebaut. Und wie gesagt, wir schauen erstmal rein. Ich habe halt auch verschiedene Aufgaben jetzt bekommen. So, Eichelkürbis. Alles Gute zum Geburtstag. Wir brauchen Zucchinis. Das ist gut, denn wir sind im Frühling. Und das heißt, wir können gleich Zucchinis anbauen. Das heißt aber auch, wir brauchen 170 Stück. Das ist jede Menge. Also 170 Zucchinis ist ja nun schon ganz schön viel, ne? Aber Gott sei Dank sind ja fast alles unsere Felder bewässert. Wir haben nicht mehr so viele Felder, die nicht bewässert sind. So. Wir schauen einfach mal, dass wir die Aufgabe mit den Zucchinis hier durchkriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich glaube, Tiere brauche ich für keine Aufgabe. Ich habe hier nämlich nochmal Linsen angebaut. Und jede Menge Mais. So, mal schauen, der Hälfte haben wir jetzt schon von den Zucchinis. Einiges an Geld haben wir auch wieder bekommen. Ich hatte nämlich fast gar kein Geld mehr übrig. Hab halt alles... wie sieht es denn aus mit dem Mais eigentlich? Aber ja, wir haben noch alles gut. So. Oh. Wir hatten hier hinten einen Tanklaster, genau. Wir hatten hier hinten einen Tanklaster. Das heißt, wir können hier einmal Benzin auffüllen und dann können wir hier weitermachen. So, wie viel haben wir denn? 132. So, 159. Ich denke mal, eine fällt noch. Ja. So, jetzt sind wir mit den Zucchinis durch. Jetzt können wir auf jeden Fall mal ganz kurz schauen, was wir noch brauchen. Wir haben auf jeden Fall eine neue Frucht bekommen. Wir haben eine Ochsenherztomate bekommen, die aber nur im Sommer und im Herbst wächst. Und was haben wir noch bekommen? Wir haben ein großes Reklameschild bekommen. Hier brauchen wir Pfirsichbäume, Tiere brauchen wir keine. Okay, wir brauchen die Fische und wir brauchen die Apfelrosen. Das heißt, hier sind wir erstmal Level 3, das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Oder die Heiderotkartoffeln. Die können wir auf jeden Fall... Ja, komm, wir bauen die mal. Ja. Da haben wir nämlich auch die Rüben. Und wenn wir genug Münzen haben, werde ich hier wahrscheinlich auch noch einen Sprinkler hinsetzen. So, schaut mal, dann haben wir die Felder hier hinten nämlich soweit erstmal fertig. Können wir auf jeden Fall noch gleich nochmal auftanken. So, die Jersey-Hühner wurden auch, sind auch eine Stufe aufgestiegen, sehr gut. Ja, wie gesagt, Schweine und sowas haben wir nicht als Aufgabe. Wir können dann natürlich auch mal unseren
in unseren Aufgaben reinschauen, damit ihr seht, was wir auch noch... was wir noch alles so machen müssen. Das machen wir gleich mal. Wir haben... oh, wir haben neue Tiere bekommen. Josiku. Na, das heißt doch... Josiku. Nehmen wir die... nehmen wir da 4 oder nehmen wir 6 davon? Ich würde sagen, komm, wir nehmen 6 Stück davon. So. Haben wir die nämlich auch. So, wir wollten bei den Aufgaben schauen. Also, wir haben hier schwarze Clownsfische, Pfirsichbäume und Apfelrosen. Bei der Party brauchen wir schwarze Clownsfische. Und hier brauchen wir die Zucchinis. Also, eigentlich... mit den Zucchinis sind wir eigentlich durch. Schwarze Clownfische hatte ich ja, glaube ich, hier hinten reingesetzt. Haben wir irgendwas voll? Ne, noch nicht. Okay. Das hier müssten schwarze Clownfische gewesen sein. Oder? Na, dann waren es die hier. Ja. Wir fehlen uns noch 4 Stück. Bei der anderen fehlen uns noch ein paar mehr. Ich würde jetzt aber erstmal ab. Hier hat man die ganzen Kürbisse, genau. Ich würde nämlich mal schauen, dass wir vielleicht dann im Sommer die Ochsenherztomaten hier anbauen. Wir haben hier im Herbst noch lila Karotte. Im Herbst haben wir leider... naja, das dauert zu lange, das werden wir nicht hinkriegen. Deswegen werde ich jetzt erstmal komplett abernten hier. Mal sehen, wie hoch wir den Kürbis bekommen. Wir haben ja einiges angepflanzt. Wir sind jetzt schon Stufe 9. Und Stufe 10 haben wir sogar bekommen. Sehr schön. Da hat es vom Geld her nicht mehr gereicht, sehe ich gerade. Den Pfirsichbaum. So, jetzt haben wir hier oben natürlich noch Felder, ne? Also wie gesagt, hier sind wir Stufe 11, Stufe 9, Stufe 5. Eigentlich müssten wir die Kartoffeln. Ja. Also wie gesagt, wir werden hier die Kartoffeln machen und die anderen Felder, da machen wir dann die... mal schauen, wie teuer die Tomaten sind. Die brauchen eine Stunde, kosten 100... ach nee, hier unten. 650, ja, wir haben aber eigentlich genug Geld. Wir werden mal in die Stadt gehen, ein bisschen verkaufen. Bei den Apfelrosen, da könnte ich natürlich nochmal neue... ich weiß gar nicht, habt ihr das gesehen? Haben wir das zusammengebaut hier? Ich bin mir nicht so sicher. Hier haben wir noch einen Maulbeerbaum, den wir ernten können. Da sind wir Stufe 7 und hier drinnen hatte ich, glaube ich... okay, warte mal, der Apfelsalat ist fertig. Den können wir gleich nochmal machen. Dann dürfen wir einmal spielen und einmal zeichnen, bitte. Und unsere Windmühle malen wir weiter. Schritt 2 von 4 sind wir mittlerweile. So, wie gesagt, die Hälfte vom Frühling kam warum. Das ist mittlerweile unsere Karte. Da sind sogar noch Zitronenbäume, sehe ich gerade. Die waren... eigentlich ernten müssten können, oder? Die wollte ich ja auf jeden Fall einmal ernten, bevor ich die dann abreiße. Ach nee, die wachsen jetzt im Frühling erst. Die kann ich dann... ach nee, doch nicht. Okay. So... einmal weg. Und dann haben wir hier keine Bäume mehr. Sehr schön. Also wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal wegen meiner Stimme. Wenn ihr alles nicht so richtig versteht, nehmt es mir nicht übel, ne? Aber irgendwo habe ich mich da total komplett erkältet. So, was brauchen wir? 3 Marken und... ja komm, wir verbessern unseren Traktor mal. Er hat doch dann schon fast Goldstatus, ne? Na, noch nicht ganz.
Also so, Blumenladen, da können wir auf jeden Fall... Wir brauchen die blauen Blumen noch, die haben wir noch gar nicht. Süßigkeiten, ja, da könnten wir Marmelade mal... Das. Das haben wir alles, dann schauen wir mal zu unserem Lager, das könnten wir auch verbessern. Würde ein bisschen mehr hinpassen, aber ja, im Normalfall kommen wir mit allem eigentlich ganz gut zurecht. Wildstand, da geht mir nur was ab, aber verbessern nichts. So, Eier können wir auf jeden Fall abgeben und ein bisschen Milch und ein paar Tomaten. Hier ist gerade mal Stufe 2, der Händler. Was braucht man hier zum Verbessern? Ah, da braucht man nämlich die blauen Blumen. Und die haben wir absolut überhaupt nicht. Okay. Dann geben wir die Fische noch ab. Und jetzt beim Obststand können wir wahrscheinlich auch wieder sehr viel abgeben. So. Da bekommen wir sogar schon 6 Diamanten jetzt. So, geben wir Zitrone ab. Äpfel. Und hier können wir auf jeden Fall ein bisschen Weizen abgeben. Natürlich nicht zu viel, weil das brauchen wir ja zum Füttern. Und dann sind wir durch. Was ist das hier? Ein Restaurant können wir bauen. Okay. Hier kommt sogar noch mehr dazu. Schaut mal. Also hier brauchen wir noch... Boutique brauchen wir noch. Aber ich würde sagen, komm. Restaurant. Ja. Wir bauen hier ein Restaurant. Was wir sogar gleich... Oh, guck mal, hier können wir nämlich das alles gegen das Gekochte, nämlich gegen Schleifchen eintauschen. Das ist natürlich sehr schön. Das ist richtig cool. Wie sieht's denn aus? Verbessern 200 Diamanten und in so ein Dings. Ja, machen wir gleich. 300 Diamanten haben wir auch noch. So. 400 Diamanten machen wir auch noch. Und jetzt sind wir... Okay, ne Diamanten mehr. Okay, jetzt müssen wir die Törtchen da sammeln. Das sind Kochgerichte wahrscheinlich. Wir werden schon alles vollkriegen. Wie gesagt, die Boutique fehlt noch und hier ist ab Level 40 noch. Sieht aus wie ein Vollstand oder so. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wo sind denn hier Aufgaben. Wir haben gerade mal zwei Stück. Zwei Leute, die was von uns haben wollen. Vielleicht kriegt man ja noch so eine Schleifchen dazu. Mal sehen. Genau, hier drüben und oben war was. Also ich denke mal da... So, was möchtest du? Heute werden wir gefüllte Paprika machen und es stellt sich heraus, dass wir keine Paprika mehr haben. Hast du welche? Na klar, gerade so. Dankeschön. Das eine haben wir und dann hoffen wir doch mal, dass du uns auch was Gutes gibst. Honigmüsli. Ah, wir haben keinen Honig. Honig fehlt uns leider noch, damit können wir leider nicht dienen. Ich hoffe mal, wir bekommen dann bald irgendwann mal... Also wie gesagt, auf die Tomaten möchte ich gern gehen. Ich hoffe mal, wir bekommen bald die... die Bienen. Und ich weiß nicht, was für blaue Blumen das sind. Warte mal, hier sind wir Stufe 12, 9, Stufe 5. Stufe 5, Stufe 6, Stufe 3. Ja, wir brauchen halt, wie gesagt, irgendwo die blauen Blumen brauchen wir da. Und unsere Zucchini sind sogar schon erntebereit. Die brauchen nämlich nur 15 Minuten. Das ist... Da gibt es 1000 mehr. Das ist sogar richtig gut. Da kriegt man die Aufgabe mit den Zucchinis noch fertig heute. Oder setzen wir jetzt hier nochmal die Pfirsiche hin. Ach, die Pfirsiche. Die... Na, sag schon. Ihr wisst schon, diese komischen... anderen Dinger da. So, die Kartoffeln wollten wir noch ein bisschen hochputschen. Ja. Ja, wir könnten natürlich auch den violetten Kohl noch ein bisschen...
Er ist auch nicht so teuer. Wenn wir den anbauen. Und Karotten oder so könnten wir natürlich auch machen. Zucchini hat gleich eine neue Stufe. Mais ist schon Stufe 15. Ja, komm. Machen wir die roten Kartoffeln noch, ja. So, ich muss auf jeden Fall tanken dann dort wieder. So, 44 Zucchinis haben wir noch. Haben wir die Aufgabe erledigt. Und wir sind bei der Zucchini-Stufe. Irgendwo fehlen aber noch Zucchinis. Irgendwo fehlen noch Zucchinis. Habe ich noch Katina irgendwo? Ach, hier vorne. Wir haben noch 9 Zucchinis angebaut. Sehr schön. Orangene Prinzessinnen-Tulp. Orangene Prinzessinnen-Tulpe. Was ist denn eine orangene Prinzessinnen-Tulpe? Das ist die hier, ne? Da brauchen wir 60 Stück. Da haben wir ja gar nicht so viel. Hier würde ich sagen, da müssen wir uns definitiv irgendwo noch ein Blumenfeld hinbauen. Da müssen wir uns definitiv noch ein Blumenfeld hinbauen, sonst kriegt man das ja nicht hin. Weil wir haben gerade, wie gesagt, hier von den Gelben gerade mal ein 6. Ach, da muss ich jetzt schauen, wo wir das mit dem Blumenfeld machen. Oh ja, habe ich einen Baum vergessen. Machen wir das hier hinten hin. So, wir können jetzt sogar Trauben anbauen. Die sind nämlich auch Stufe 6 noch. Die goldenen Rüben, Stufe 11. Oh, wir haben so viel. Aber wir müssen erstmal die anbauen, diese komischen Tomaten, weil die sind nämlich noch Stufe 1. Wie gesagt, ja, vom Geld her sieht es eigentlich ganz gut aus. Nochmal Tomaten jetzt. Ja, wir müssen die hochputschen. Die anderen, die haben... So, dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal Mais. Und die Rüben sind auch Stufe 9. Ja, wir müssen Trauben machen. Trauben sind Stufe 6. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier hinten vielleicht... so ein kleines Blumenfeld anbauen. Das haben wir 30 von den gelben Blumen, das ist der Hälfte. Was haben wir noch für eine Aufgabe für Blumen? Also das sind Clownsfische. Apfelrose, da habe ich 7. Da müsste ich eigentlich auch noch mal welche hinstellen. So, da haben wir jetzt hier das. Da haben wir hier jetzt das schöne Blumenfeld. Wie viel habe ich denn jetzt von den Apfelrosen? 22. Ja, da brauche ich nicht mehr so viel. Das reicht. Aber die reiße ich ja dann sowieso wieder ab. Der Kohl braucht nur noch eine Minute, dann können wir da sogar schon was anderes anbauen. So, unser Song ist fertig und der Apfelsalat auch. Wir machen mal ein Omelette, das dauert gerade mal eine Minute, das geht relativ schnell. Wir haben aber leider auch immer noch nichts Neues bekommen.
so, also wie gesagt, der Kohl, der wird bald fertig. Da können wir auf jeden Fall was anderes hinpacken. Der Kürbis hier, der braucht 17 Stunden. Schwarze Clownfische. Die hat man hier hinten, ne? Die brauchen noch 13 Minuten. Die Tomaten müssten eigentlich, ja gut, die brauchen eine Stunde. 7 Minuten, ja, weiß ich noch nicht so richtig, ob wir das hinkriegen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt hier so frei. Und lass das alles bewässern. Wir könnten natürlich so einen Futtertrog mal bauen. Das hat man noch gar nicht. Oder so einen Schnellreisepunkt. Muss man nur schauen, an welche Seite wir das machen. Ich würde sagen, den bauen wir sogar. Groß ist denn der? Würde ich sogar sagen, den bauen wir hier hin. Da könnte man fast sogar noch einer geht nicht. Okay. Ja, der ist ein bisschen. Ja, okay, der sitzt hier ein bisschen sinnlos, ne? Den könnten wir, eigentlich könnten wir den lieber hier hinten hinpacken. Den werden wir doch hier hinten noch hinkriegen. Hier haben wir einen. Ja, guck mal hier. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall noch Platz. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, einfacher. So ein Schild. Was kann man mit dem Schild machen? Okay, dann sage ich hier, packen. So ein großes Schild brauche ich eigentlich gar nicht. Heuballen passen hier eigentlich auch nicht so richtig hin. Eigentlich müsste so ein kleines Toilettenhäuschen oder irgend sowas hin. Die Mühle passt nicht hier und das ist zu klein. Ich würde natürlich noch so einen Tankwagen hinpassen, ne? Ja, also ich würde sagen, den Schnellreisepunkt, den kann man ja auch nochmal verschieben. Okay. Bis jetzt erreichen wir eigentlich alles noch relativ schnell. Außer hier hinten vielleicht, ja. So eine Sache noch. Da müssen wir mal sehen. So, ich glaube jetzt der Salat, genau, der ist nämlich fertig. Stufe 11, Stufe 9, Stufe 1. Jetzt brauchen wir eigentlich auch ein bisschen, naja gut. Den haben wir nämlich schon auf Stufe 12. So, dann nehme ich hier gleich nochmal ein bisschen Weizen, weil Weizen brauchen wir, wie gesagt, zum Füttern. So, und der Rest braucht sowieso alles länger. Ja, das braucht noch 11 Minuten. Hier haben wir auch noch sowas Kleines. Ich weiß gar nicht, was wir hier noch hinmachen können. Jetzt ein Feld hier dazwischen wäre eigentlich ein bisschen blöd. Da bräuchte ich auch wieder zwei Sprinkler, denke ich mal. Und wir könnten natürlich hier so ein bisschen den kleinen See anlegen. Und jetzt sieht denn das Wasser aus, wenn ich das jetzt hier reinmache? Warte mal, hier kriege ich sogar die Brücke drüber. Das ist natürlich cool. Theoretisch gesehen könnten wir auch sagen, dass wir hier noch Fische reinmachen, oder? Wenn ich jetzt sage, schwimmen die dann überall hier rum? Ich sage, ich mache jetzt. Ah, nee, warte mal, das nicht.
Das müsste sich ja eigentlich verbinden dann hier. Wenn ich die Brücke jetzt hier... Ja, hier kriege ich die nämlich nicht drüber. Seht ihr? Über die Fische geht das nicht. Das geht nämlich nur übers Wasser. Ja, dann tricks mal halt hier so ein bisschen. 25 von den Dingern ist echt heftig, ey. Und ich merke schon, ich brauche echt wieder ein paar Diamanten. Aber das sieht schon cool aus, das passt hier eigentlich. Ja, das passt hier schon hin, so der kleine Teich hier mit den Fischen drin. Nur die Brücke, die ich drüber laufen kann. Oh ja, das ist schön. Da könnte ich ja theoretisch gesehen hier vorne auch eine Brücke hinmachen. Muss dann halt nur sagen, mal, was habe ich hier drin? Lachs und Clownfischer. Clownfischer habe ich 6. Lachs habe ich auch 6. Jetzt sage ich, mache jetzt das weg. Ja. Habe ich da Lachse, da Clownfische. Könnte ich das theoretisch gesehen hier auch so machen, dann habe ich hier so eine kleine Brückenlandschaft. Das ist eine coole Idee. Wie gesagt, ich kann die echt nur hier drüber machen. Den Fischen geht's nicht. Ah, das sieht doch schon geil aus, oder? Das sieht wirklich richtig cool aus hier mit den Brücken. Das gefällt mir echt. Das gefällt mir echt sehr schön. Warum muss ich die jetzt hier gießen? Ach, weil die auch nicht bewässert werden hier an der... Ah, okay, okay. Die Kartoffeln sind sogar schon fertig hier. Die kann ich sogar noch mal anbauen, um die ein bisschen zu putzen. Das gefällt mir. Okay, warte mal, wo hatte ich die denn noch? Naja, guck mal, hier hinten hatte ich die auch noch. Können wir sogar die goldenen Rüben mal noch anbauen. Die sind nämlich auch nicht so teuer. So, Stufe 8. Ah, 6 Minuten noch, die brauchen noch ein bisschen länger, okay. Kann ich mit dem Traktor hier drüber fahren? Jawohl, kann ich. Sehr schön. Ach, haben wir ja heute wieder in der Folge richtig viel geschafft, ne? Können wir unsere Tiere nochmal schnell durchfüttern? Die Rosen werde ich vielleicht schon einmal offscreen abernten. Weil ich denke mal... Dann kriegt man das in der nächsten Folge auf jeden Fall fertig.
Tiere brauchen wir nicht. Da brauchen wir hier auch nichts in die Mitte packen. Wir können dann vielleicht Schafe hin oder so noch. Oder noch eine Sorte Schweine noch. Da müssen wir mal sehen, was als nächstes freigeschaltet wird. So, werden wir die noch komplett durchgießen hier. Ah, die brauchen ja eh noch eine Stunde, also das kriegt man definitiv in der Folge jetzt nicht mehr hin, weil die ist nämlich jetzt schon vorbei. Die ist wirklich jetzt vorbei. Wir sind nämlich schon bei 31 Minuten wieder. Obwohl der Sommer gleich vorbei ist und ich die Pfirsiche noch ernten könnte. Eigentlich müsste ich da noch warten, weil Pfirsiche habe ich ja sogar als Aufgabe. Wie viel braucht man da noch? Pfirsichbaum 7 habe ich und ich brauche noch 9 insgesamt. Das heißt, ich bin jetzt mal ganz 7 habe ich. Ich werde ja mal ganz schnell 2 Pfirsichbäume pflanzen, dann müsste ich nämlich ausreichend haben, um die Aufgabe fertig zu bekommen. 10 Stück haben wir, genau. Dann kann ich die noch ernten jetzt. Da warten wir jetzt noch die 2 Minuten. Da ist es nicht so schlimm. Oh, das mit den Brücken gefällt mir hier. Hier oben haben wir ja auch noch einen Pfirsichbaum. Den dürfen wir nicht vergessen. Wie gesagt, die Blumen hier, die sind jetzt nur zwar. Die kommen dann wieder weg, definitiv. Das ist auch cool mit den Fischen hier. Vielleicht packt man da irgendwann mal Haie rein oder so. Je nachdem, was es da noch gibt. Dass die immer so oft gegossen werden müssen, ey, das ist Wahnsinn. So, Spiegelei. Einmal spielen. Da können wir sogar noch mal malen und 15 Minuten, das kriegt man dann auf jeden Fall im nächsten Part auch fertig, das Bild. So, wie gesagt, ich warte jetzt nur noch auf die Apfelbäume. Theoretisch gesehen müsste ich jetzt die roten Rüben, kann ich im Herbst anbauen. Ja. Aber da fehlen mir jetzt halt wieder. Da fehlen mir jetzt hier die Felder dazu, ne? So ein Mist. Der wird wohl jetzt nicht mehr fertig werden. So, ihr Pfirsiche, kommt, ich will euch ernten. Schalte bitte um auf Herbst. Sehr gut. Apfelbaum haben wir nun schon hochgeputscht. So, Pfirsichbaum haben wir vollzählig. Können wir den hier oben noch? Ja, mich ärgert das ein bisschen, dass ich jetzt kein Feld mehr frei habe für die. Oh, was haben wir Neues bekommen? Royal Gala Apfelbaum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tja, hier muss jetzt ein paar Apfelbäume müssen da jetzt leiden drunter. Ich habe 11 Stück. Zitronenbaum, Apfelbaum. Na, machen wir mal die royalen Apfelbäume hin. Ja, 15 Minuten brauchen die zum Wachsen, okay. So, jetzt habe ich natürlich das Problem.
Oh, warte mal, 4 Sekunden, das ist gut. Das ist doch sehr gut. Jetzt können wir nämlich hier die... Ach nee, lila Karotten sind's. Okay. So eine Folge zieht sich auf jeden Fall ziemlich lange hin, muss ich sagen. Wenn man hier immer wieder was Neues hat. Aber wenn wir die lila Karotten jetzt noch anbauen können, dann kriegen wir die auf jeden Fall auch noch hochgeputzt. Schaut mal, da denke ich mal vielleicht bis Level 8. So. Das war es jetzt aber wirklich für die Folge. Also muss jetzt auch meine Stimme weiter schonen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Farm Together 2. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.